Hallo Eishockey-Freunde, endlich geht es wieder los mit Wettkampf-Eishockey. Wir hatten jetzt schon ein paar Vorbereitungsspiele, ein paar Vorbereitungsturniere, alles schön und gut. Morgen startet die Champions Hockey League und wir haben drei deutsche Teams mit dabei. Und gleich am ersten Spieltag, also morgen, spielen die Augsburger Panther in Luleå, einem schwedischen Team, die auch Mitfavorit auf den Titel sind. Das wird sehr, sehr schwierig. Ich gehe nicht auf jedes Spiel ein, wir gehen hauptsächlich auf die Spiele mit deutscher Beteiligung ein. Und ja, gucken wir mal weiter. Red Bull München spielt zu Hause gegen Ambri Piotta aus der Schweizer ersten Liga, aus der NLA. Auch definitiv eine schwierige Aufgabe, aber etwas leichter als die Augsburger Aufgabe. Ich denke, München kann dieses Spiel zu Hause gewinnen, wird knapp werden. Hier nochmal kurz mein Tipp für Luleå gegen Augsburg. Ich denke, dass die Schweden gewinnen werden. 5 zu 2 oder 5 zu 3. Ich drücke natürlich aber allen deutschen Teams die Daumen und gucke das morgen. Bin für die Augsburger, bin für München und bin am Freitag natürlich für die Adler Mannheim. Gut, etwas vorweggenommen. Die Adler Mannheim spielen nämlich erst Freitag, erst übermorgen. Gucken wir einmal. Und zwar spielen die in Wien gegen die Vienna Capitals. So, auch keine einfache Aufgabe, aber ich denke machbar, dass die Adler Mannheim doch ein bisschen stärker sind. Wien hatte eine super Vorbereitung und zu Hause dann Heimvorteil wird auf jeden Fall auch ein spannendes Spiel. Wir können ja mal kurz gucken, was die Wettanbieter so sagen, die Quoten. Und hier sehen wir, dass Luleå deutlicher Favorit ist, Augsburg Underdog. Und ja, das sehe ich auch so. Und bei München gegen Ambri Piotta sehen wir, dass München klarer Favorit ist und Ambri Piotta klarer Außenseiter. Und das sehe ich ein kleines bisschen anders. Also meiner Meinung nach könnten die Quoten etwas anders aussehen. 2-0 zu 2-5 oder sowas. Aber wer weiß, wir lassen uns überraschen, wie es morgen ausgeht. Und ja, gucken wir mal. Wien gegen die Adler Mannheim. Und hier sind die Quoten relativ ausgeglichen. Da stimme ich absolut zu. Adler Mannheim leichter Favorit. Ja, denke ich auch. Wenn es dann zu Hause in Mannheim wäre, wäre das wieder was ganz anderes. Aber so wird das auf jeden Fall ein spannendes Spiel. So, dann zeige ich euch noch einmal kurz wirklich die Favoriten für die Champions Hockey League. Frölunda, die den Titel auch schon gewinnen konnten, sind deutlicher Favorit. Luleå Hockey ist mit dabei. Färjestad, KPET-Oulu aus Finnland. Und ja, die ersten deutschen Teams, Adler Mannheim und ERC Red Bull München, auf dem 9. und 10. Platz. München war immerhin letztes Jahr im Finale. Super Leistung gezeigt. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich mega, dass es endlich wieder losgeht mit Wettkampf-Eishockey. So, jetzt zeige ich euch noch, wo ihr die Spiele gucken könnt. Bei The Zone, dazn.com, könnt ihr einen Probemonat machen und einen Monat umsonst gucken. Ihr könnt dort auch wirklich Boxen gucken, UFC, NFL, die NBA, NHL Eishockey, die Eishockey-Weltmeisterschaft haben die jedes Jahr. Also es lohnt sich wirklich sehr. Inzwischen auch Bundesliga. Meiner Meinung nach The Zone klasse. Wir gucken hier auf Vorschau und sehen, es ist nicht dabei. Ich habe aber mehrfach angefragt, mir wurde versichert, es kommt noch und die Champions Hockey League wird gezeigt werden am Donnerstag. Alternativ könnt ihr im Free TV auf Sport1 gucken. Morgen ab 17:55 Uhr. Luleå gegen die Augsburger Panther. Ich freue mich wirklich mega, Leute. So, wir gucken mal ganz kurz, was mir hier aufgefallen ist. Noch nie konnte ein deutsches Team einen europäischen Titel gewinnen. So, liebe TV-Spielfilm-Redaktion, da muss ich mal kurz was dazu sagen, ja. Damals der Vorgänger der Champions Hockey League hieß European Trophy und 2010 haben diesen internationalen europäischen Wettbewerb die Eisbären Berlin gewonnen. Okay, nur so nebenbei, kleines Hockey-Know-how. Und wir gucken weiter. Am selben Tag morgen um 20:30 Uhr könnt ihr dann noch die zweite deutsche Partie gucken. München gegen Ambri Piotta. Und es wird sehr, sehr spannend werden. Morgen ein super geiler Eishockey-Tag, Leute. Ab 17:55 Uhr geht's los, also merkt es euch. Am Freitag könnt ihr dann bei Sport1 oder bei DAZN Wien gegen die Adler Mannheim gucken. Ja, lasst mich bitte in den Kommentaren wissen, was denkt ihr? Wie gehen diese Matches aus? Ich habe meine Prognosen gegeben. Ich finde es interessant zu wissen, was ihr denkt. Und dann haben wir noch ein kleines Special für Fans der Fischton Pinguins, Krefeld Pinguine, Iserlohn Roosters oder auch der Tilburg Trappers. Ihr könnt am Wochenende ein kleines Vorbereitungsturnier in Holland gucken auf der Seite vpntv.nl. Die Livestreams gehen dann am Wochenende online. So, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.